Finn heisst er, hat Gonne damals gesagt, wo der Finn vor 18 Jahren auf die Welt gekommen ist. Finn mit Y, dafür nur mit einem N. Speziell, habe ich gesagt. Ja, hat Gonne, seine Mutter, gesagt. Ihr Finn mit Y, dafür nur mit einem N, sie geben noch ganz spezielle. Da hätte nicht so einen gewöhnlichen Namen gepasst, wie zum Beispiel Reto. Finn sind alte gälische Namen und jetzt wieder total hip. Aber weil es so einen angesagten Namen sei, gäbe es aber wieder relativ viele Kinder, die jetzt Finn heissen. Aber natürlich nicht Finn mit Y, dafür nur mit einem N. Das sind eben einzigartig und unterstreich Persönlichkeit. Die von den Eltern, habe ich gedacht. Finn steht auch als Tattoo auf dem Unterarm von der Gonne. Das unterstreicht, wie mega stolz die Mami ist. Also ein hundsgewöhnlicher Reto hat sie immer gesagt, das hat schliesslich jede können. Klar, sie sind schon ein enttäuscht, dass der Finn jetzt erst mit 7 eingeschult wurde. Aber das Schweizer Schulsystem ist halt einfach gäng noch so, dass es einfach wieder Durchschnitt fördert. Ja, das hört man ja gäng wieder. Ihr Finn mit Y, dafür nur mit einem N, sie geben ganz spezielle. Schon im Waldkindergarten waren er viel spezieller als alle anderen Speziellen der. Und sie so speziell, dass sie nicht schlussendlich wieder rausnehmen aus der Montessori. Der Finn war für sein Alter einfach immer hennenweit. Oder ihr Finn mit Y, dafür nur mit einem N, der konnte schon in der dritten Klasse besser rechnen als sie. Ja, habe ich dann auch gedacht. Musikunterricht sei einfach auch nicht mehr, was es alles sei. Das hat er ein paar Jahre später erzählt. Haben Sie doch jetzt Ihren Film mit Y, dafür nur mit MN schlussendlich in E-Gitarrenunterricht an? Ja, nachdem der für Geigen und Trompeten einfach wie zu begabt sei. Darum jetzt eben E-Gitarre. Aber kannst du dir vorstellen, hat Gonne gesagt, ein Riesenklier mit diesem Gitarrenlehrer. Sorry, weisst du, der Jimi Hendrix damals, der hat ja auch nicht Noten lesen können. Und trotzdem ist er weltberühmt worden. Aber gell, erzähl das mal so einem Gitarrenlehrer. Hey, wenn er es checken würde, gell, dann wäre er selber ein Star und sicher nicht Gitarrenlehrer zu Gümligen. Sie wissen einfach auch nicht, was mit diesem System nicht stimmt. Ich hat Gonne letzten Sommer gesagt, was er wieder gesehen hat. Offenbar sind Finn mit Y, dafür nur mit MN, seine Chance auf ein Medizinstudium noch mehr verblasst als das Unterarm-Tattoo von seiner Mutter. Der Finn hat es jetzt aber, wie ich gehört habe, zu einer Lehre als Detailshandelsfachangestellter geschafft. Und der Finn arbeitet im Ochsensport als Sportartikelverkäufer. Dem Finn gefällt es. Der Finn findet es super. Der Finn hat gar nie etwas anderes werden als Sportartikelverkäufer. Der einzige Zeichen ist einfach, dass er beim Arbeiten im Laden gegen so ein Schild haben muss, wo sein Name drauf steht. Fein oder Fein, fragen die Leute. Das ist aber ein spezieller Name. Etwa 5-mal am Tag sagt jemand, das ist aber ein spezieller Name. Und dann muss der Finn immer sagen, nein, man spricht es einfach ganz normal Finn aus. Und dann sagen die Leute, aha, also Finn kenne ich schon, aber Finn mit Y, dafür nur mit einem N, das ist ja mega speziell. Und der Finn, der wäre einfach so gern ein hundsgewöhnlicher Reto. Oder ein Urs, oder ein Michael, und wir auch einen James, oder ein Mohammed, oder ein Giuseppe, scheißegal, einfach Hauptsache nichts mit Y, dafür nur mit einem N. Wo der Finn ist 18 geworden, hat er darum beschlossen, sich ab sofort Reto zu nennen. Einfach nur Reto. Oder Reto, der steht jetzt jeden Tag mit seinem nigu-nagu-neuen Namensschild im Ochsensport und seinem Gesicht dreht er ein riesengroßes Lachen. Seine Mutter Gonne hingegen, die dreht jetzt nur noch langärmlich. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr hier abonnieren. Und hier gibt es noch viel mehr Videos.